Bauhofcenter am westlichen Stadtrand von Wien öffnete SEAT die weltweit erste Tapas-Bar. Mit einer neuen Art von Erlebnisgastronomie möchte man spanisches Lebensgefühl beim Thema Automobil und Lebenskultur vermitteln. Mit an Bord Juan Amador, 3-Sterne-Koch seines Zeichens. Naja, also erstmal grundsätzlich endlich vollbracht. Haben wir lange geplant und lange hin und her umgeplant und so weiter. Dann kam Corona dazwischen. Und jetzt sind wir endlich offen. Wir starten dann quasi nächste Woche mit so einem, also alles einzuräumen und dann später so ein Soft-Opening. Und naja, also es gibt nicht viel zu sagen dazu. Es ist ein wunderschöner Laden und wir werden den Leuten Spaß bereiten. Ja? Und mit SEAT und Spanien, ich als Spanier, Emotionen, High-End im Automobilbereich. Und auch das wollen wir natürlich in der Küche rüber transportieren, aber halt schon authentisch bleiben. Also es wird jetzt nicht irgendwie Amador Light oder sowas werden. Wir machen hier wirklich was ganz Authentisches und was ganz anderes und wir freuen uns drauf. Und ist es nur das wirkliche zeitgemäße Präsentation eines Autos, vor allem dann, wenn man mehr als wie ein Auto eigentlich herzeigen will? Wir wollen ja auch ein bisschen die spanische Lebensart und Liebe geht halt, wie gesagt, auch durch den Magen. Da sind wir schnell auf die Tapas gekommen und dann haben wir einen Juan Amador gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass wir da was gemeinsam aufziehen. Und der hat sich das vorstellen können, weil er halt auch aus der Barcelona-Gegend eigentlich ursprünglich kommt und Tapas sind halt dort richtig zu Hause. Begeistert von der Geschäftsidee zeigt sich erwartungsgemäß der Hausherr. Erstens einmal bin ich sehr stolz, dass das erste die erste Tapas-Bar in Europa im Ahoff-Center ist. Es ist bei SEAT ein irrsinniger Bauer dahinter, das ist ein Weltkonzern, gehört zum VW, Porsche, Audi-Konzern, das ist einzigartig. Und diese Kraft, was dahinter steckt, dass ich die ins Ahoff-Center reinbringe, ist eine besondere Ehre für mich. Nicht ganz optimistisch aufgrund der politischen Lage sieht es ein automotiver Insider. Ob das Konzept aufgeht, liegt an der Akzeptanz der E-Mobilität, aber vor allem an der Akzeptanz durch die Politik. Denn zwischen politischem Wollen und unternehmerischem Wollen in der Automobilbranche, da geht die Spreizung sehr weit auseinander und da muss man schon überlegen, wie viele 100.000 Arbeitslose will sich die Frau Minister Gewessler noch leisten, bis man eine Umkehr dieses Weges macht, denn ohne Geld und ohne Arbeitsplatz und ohne was zu verdienen, wird man sich das Auto so nicht leisten können und so nicht leisten können. Unbestritten hingegen ist die Vorfreude auf die kulinarischen Köstlichkeiten. Da werden wir dann auch kreativ werden, natürlich, aber immer den Gast nicht zu überfordern, das ist unser Hauptaugenmerk. Geschmack und Spaß. Die neue Tapas-Bar bietet auf 460 Quadratmetern Platz für 80 Gäste und ist in drei Bereiche unterteilt. Zum einen die Gastronomie, die das Lebensgefühl und die Kulinarik von Barcelona nach Wien transportieren soll. Und zum anderen zwei Präsentationsflächen, die jeweils den Marken SEAT und Cupra gewidmet sind.